herzlich willkommen zum Retro-Kompott-Videostammtisch 44 und heute wird es sportlich. Heute spielen wir California Games und einige Mitstreiter haben sich bereits versammelt, um sich heute durch die einzelnen Disziplinen durchzukämpfen. Wir schalten einmal zu Michael, dem Manic242. Du stehst auch schon auf der Rampe. Ja, bei mir läuft die Amiga-Version schon warm. Aus meiner Sicht schöne Konvertierung von Vesto damals. Außerdem habe ich mein Handbuch gezückt. Dann schauen wir mal, wie wir uns da durchkämpfen heute. Vorweg möchte ich noch eine Sache hier festhalten. Ich habe vorhin versehentlich schon mal angefangen. Kannst du noch mal erzählen, was da passiert ist? Während wir zwei gemütlich gequatscht haben, ist das hier passiert. Er hat in der Halfpipe 9136 Punkte erreicht. Ich habe nicht hingeguckt und habe anscheinend von früher noch den Reflex gehabt, wie das geht. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann immer wiederholen kann. Ich wollte es nur einmal festhalten, weil diese Punktzahl werde ich nie wieder schaffen. Aber dafür zeigt uns Danny garantiert, wie es geht. Nee, ich glaube eher weniger, weil ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie das Spiel gespielt wird. Ich weiß nur noch, man muss da irgendwie zum richtigen Zeitpunkt irgendwie in der Halfpipe den Joystick nach unten und nach oben drücken. Und wenn man das zu langsam macht, dann fällt der gute Skater auf seine Knie, schubbert sich die schön blutig. Und kriegt das Skateboard nochmal wieder zurück ab. Ja, genau. Den Allerwertesten gedonnert. Nee, ich habe keine Erinnerung mehr dran. Aber mir bewegt sich Ingo nicht, aber im Stream soll er animiert sein. Ingo, hallo. Ja, also ich freue mich heute ganz besonders auf das Spiel. Und California Games war eines der ersten Spiele, die ich damals auf dem C64 gespielt hatte. Ich hatte da eine ganz tolle Erinnerung dran, weil für mich war das auch so ein tolles Lebensgefühl, weil schönes Wetter und coole Menschen. Und das Spiel vermittelt das halt wirklich ganz gut. Ich spiele das heute auch auf dem Mister mit dem Competition Pro und bin mal gespannt, ob es mir immer noch gefällt. Alle, bei dir wird es heute auch kalifornisch. Ich zock's heute auch mal auf dem C64. Mir hat es früher sehr auf dem Lynx gefallen. Ich fand, auf dem Lynx war es spielbarer, aber ich habe es eben ausprobiert. Und das sieht jetzt im Stream doch extrem grobpixelig aus, die Lynx-Version. Deswegen bin ich jetzt auch auf den C64 gewechselt. Aber ich konnte das nie gut. Ich fand es immer großartig, aber ich bin nicht gut da drin. Also ihr müsst mir das gleich erklären. Der Sebastian ist da, Dark Metatron. Was spielst du für eine Version? Die sieht ja interessant aus. Das ist die Amiga-Version, die ich spiele. Ich habe oh Gott, letzten Mal California Games auch vor ewigen Jahren, also keine Ahnung, auch bestimmt gut 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich bin auch sehr gespannt, wie gut ich das alles hinbekomme. Vor allem da ist California Games von den ganzen Sportspielen, von den ganzen Games-Spielen, das ist, was ich am wenigsten gespielt habe. Aber ja, ich bin bereit. Letztes Mal war Manfred nicht so ganz bereit. Er hat die Trainer benutzt. Ich hoffe, heute kommt er seiner alten Stärke zurück und spielt tiefenentspannt uns alle an die Wand. Hallo Manfred. Hallo, also nein, ich zocke nicht mit Trainer, selbstverständlich nicht. Und ich zocke, wie gesagt, die Easy-Flash-Version, wie gesagt, C64. Und ja, mal schauen. Das meiste von der Steuerung weiß ich noch. Dann begrüßen wir auch heute den Valentin. Hallo, ich grüße euch. Ich spiele heute die Version auf dem Sega Mega Drive. Ein bisschen was anderes. Spiele entgegen aller anderer Gewohnheit wahrscheinlich mit einem Gamepad. Mal sehen, was das für mich heißt. Ich bin ja eher so der Mr. 16-Bit und eher noch ein Küken hier in der Runde. Deswegen versuche ich es mal mit einer Version, die mir vielleicht eher liegt. Wir werden sehen. Vom Mr. 16-Bit zum Miss Handheld wollte ich gerade sagen. Miriam ist dazu gekommen. Hallo Miriam. Ja, hallöchen. Ja, ich hatte gerade einen Absturz hier von meinem Win-UAE, aber das werde ich jetzt gerade nochmal schnell richten. Kein Problem. Wir fangen ja gerade an. Also wir fangen mit der ersten Disziplin an. Das ist die Halfpipe. Spielen das dann circa 10 Minuten und kämpfen uns dann Stück für Stück durch die andere Disziplin durch, würde ich sagen. Michael kann ja nochmal grob aus dem Handbuch zitieren. Dann können wir eigentlich auch beginnen und ich glaube, heute werden wir sehr viel mehr Entspannung haben als letztes Mal bei Quack, erstaunlicherweise. Die Halfpipe. Typische Skateboardfahren. Es gilt, in einer Minute 15 so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Wenn man stürzt, ist das Spiel vorbei. Die Halfpipe selber ist in drei Zonen aufgeteilt, in denen man unterschiedliche Tricks machen kann. Ich halte mal kurz das Handbuch hier ins Bild. Oh Gott. In der unteren Zone, das ist in der Beuge, da kann man durch Drehung Punkte erzeugen. Sobald es in die Gerade geht, auslaufen am Ende, kann man mit Feuerknopf versuchen, sich am Rand festzuhalten und so Punkte zu generieren. Und sollte man über die Halfpipe nach oben hinausschießen, hat man immer noch die Möglichkeit, wieder durch Drehung des Joystick in die Halfpipe einzutauchen. Ich hoffe, ich kann das wiederholen, was ich vorhin... Nein, kann ich nicht. Geht schon wieder los. Einmal zurückspulen in den Vorspann, bitte. Oh, das ist aber echt kompliziert. Also irgendwie. Oh ja, immer drehen, Schwung holen, drehen, geht doch wunderbar. Ich weiß nicht, oder? Oh, Alter. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich dann nach diesem Handstand dann wieder runterkomme. Oh Gott, ist das schnell. Der Handstand ist einfach, aber ich fliege danach hin. Einfach immer nach unten und oben und dann nach links. Scheiße, und rechts. Ich bin bei 7000 Punkten abgestürzt. Wie cool, die Punkte sehen immer anders aus. Die Wolken, herrlich. Okay, echt? Also ich habe 7.500 Punkte. Kann das schon jemand toppen? Null! Null! Hast du die ganze Zeit vorhin Punkte gemacht? Aber nee, jetzt geht nichts. Ich krieg
gar nichts hin. Ach, scheiße, jetzt habe ich bei 2000 Scheiße gebaut. Okay, boah, das kann ich euch schon mal verraten. Es geht überhaupt nicht mehr. Eben gerade ging es kurz. Ja, immerhin 590 Punkte. Was auf jeden Fall auch bemerkenswert ist, ist reale Werbung drin. Santa Cruz ist eine Skateboard-Firma. Also es geht einigermaßen. Ich habe jetzt meine letzten 10 Sekunden, wenn ihr mal gucken wollt. Ich habe jetzt nur Drehung gemacht und komme wieder auf meine 9000 Punkte ungefähr. Also das ist okay. Ich habe nicht mal vernünftig einen Schwung zu holen. Also 9200? Was ist das für ein Scheiß? Ja, mir geht das auch genauso. Ich kriege nichts hin. Also ich schaffe jetzt 9658 Punkte. Das ist doch okay. Können wir bitte wieder Quack spielen? Ich kann nur das rauf und runter. Mehr kann ich da nicht. Ich kann nur anstatt. Wenn wir uns zusammentun, sind wir unschlagbar. Man kann nach 10 Sekunden vom Board fallen. Das ist auch super. Ich lasse nicht hin, ganz ehrlich. Ich komme hier nicht weiter. So, dann starten wir jetzt unsere letzte Runde. Dann geht schon wieder die nächste Disziplin. So schnell geht's. Gott sei Dank, ey. Mein Bruder war immer guter Skateboardfahrer. Ich weiß schon, warum ich die Scheiße nie gemacht habe. Guck mal hier, ich rocke das Spiel gerade. Ja, wie fährst du denn schon? 4500. Und jetzt ist Zeit um, Ingo. Nein, warte. Ach, ich flieg drüber, Nein. Jetzt hast du mich gestört. Footback wäre das nächste. Steuerung ist denkbar einfach. Wenn man nach rechts oder links drückt, bewegt man sich nach rechts oder links. Hebel nach unten, lässt den Mann einmal drehen. Hebel nach oben, springt. Und der Feuerknopf betätigt den Fuß. Und man kann die Möwe, glaube ich, abschießen. Das habe ich vorhin gesehen. Die Möwe gibt sonst Bonuspunkte, wenn man es schafft. Kurze Bemerkung, es sind keine echten Möwen. Wir werden keine Tiere gequält, nur Menschen. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ich wusste nicht, oh nein. Endlich sieht mir mal was. Das geht ja, ganz Möwe, gut. Die Möwe, ich habe die Möwe erwischt. Ich habe 10.000 geschafft. Ja, ich nur 8.000 knapp. Und da kriegt man hinterher eine Übersicht, was man geschafft hat. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich 7 verschiedene Sachen keinmal habe, 5 in a row, half exit. Ich habe einmal was geschafft. Einmal. Moment, ich habe 17.000 Punkte bekommen wegen einem Bonus. Eine Sache, ich bin so gut. Ich habe 4 Jestos gemacht, wenn ich wüsste, was das heißt. Keine Ahnung. Du hast es gemacht, du musst es wissen. Dizzy Dean habe ich auch gemacht. Ein Dizzy Dean, der muss der heiße Scheiß gewesen sein damals. Der Dizzy Dean. Ich auf die Möwe los, Achtung. Ich habe jetzt 30.000 Punkte. Ich habe keinen Bock mehr. 30.210. Ich habe einen Headbanger, einen Dizzy Dean, einen Horseshoe, einen Axel Foley, einen Full-Axel und 8 Half-Axel geschafft. Damit bin ich zufrieden. Ich habe auch 22.000. Aber ich habe 30.000, Arne. 15.000. Du hast 21.000 Variety. So, ich habe 1290. Das ist mit Bonus oder ohne? Also mit Bonus. 1200, ich habe keine Bonusse. Ich habe 1290 Punkte. Das ist ein Krampf. Wir tun die Finger jetzt schon weh. Ja, genau. Ich bin auch am ganzen Körper verkrampft. Ich hab einen Krampf in der linken Hand. Ist halt Sport. Das ist anstrengend. Zockerarthritis. Ja, heute. Boah, endlich mal wieder Sport. Was hast du denn gestern getan? Oh, California Games. Die nächste Disziplin. Da hätte ich gerne eine Erklärung. Michael, wie surft man? Ziel ist es, möglichst nah an der Welle zu reiten. Oh, die ist ja hinter mir. Das Board bei Höchstgeschwindigkeit zu manövrieren. Ich falle immer hinter die Welle. Aus der Welle. Patrick ist gerade in Slow-Mo hinter die Welle gesprungen. Ja, schon wieder. Ja. Ich kann's nicht. Ich brauche ein Geodreieck. Ich auch, ich kann's nicht. Ich springe immer hinter die Welle, das ist ziemlich dämlich. Nein, ich bin vor der Welle umgekommen. Unter der Welle. Ich hab's geschafft, ich bin raus und reingesprungen. So richtig geil. Hat jemand schon mehr als einen Punkt bekommen? Voll raus, Welle. Ja, scheiße. Aber gut, ich gehe unter die Welle und komme nie wieder raus. Viel zu schwer. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Nicht vom Brett fallen. Also ich wäre da jetzt echt gerne an dem Strand. Oder? Dani, wie viele Punkte hast du? Du führst, Dani. Ich bin ertrunken. Oh, Dani hat 2,2 Punkte, das ist Rekord. Ich habe 3,6, ist es besser oder schlechter? Ja, es ist besser. Oh. Ingo führt mit 3,6. Oder doch nicht. Ich hatte 5,2. Ja, ich gehe direkt in die Welle und ich komme wieder raus. Oh. Ich komme nicht raus. Ich glaube, Feuerknopf ist schneller drehen, glaube ich. Kann das sein? 3,8. So, da kann man, guck mal jetzt hier, ich hüpfe, guck, rauf und runter und wieder rein. Ja, aber ich hatte den Winkel falsch, das ist das Problem. Scheiße, das war perfekt. Also raus und so wieder, genauso wieder rein. Genau, ja, dann geht's. Ja, aber du brauchst Geschwindigkeit. Schräg rechts oben raus, schräg rechts unten rein. Ja, guck, die Blondine hat mir eine 6 gegeben. Das ist schön. Ich habe eine 2,8, aber muss ich heute leben. Nein, ich habe den Winkel verpasst. Scheiße. Arne wäscht schon zum Vollprofi. Habt ihr das gesehen? Arne, sag doch mal, was Drehung ist. Jump, hat er gesagt. Drehung.
Ja, hat geklappt, gerade noch so. Habt ihr das gesehen? Ja. Es geht. Also gerade nach oben, gerade nach unten ist relativ. Ich bin mal deine Punktzahl gespannt, Arne, die du jetzt kriegst. Das gucken wir noch zu Ende, dann geht's in die nächste Spiel. Ich habe 4 Punkte. Wieder eine Arne, das ist ja wohl geil gewesen. Die Möwe, bitte, hohe Punktzahl, bitte. Ich habe so viele Drehungen gemacht. 7,0, es hat sich gelohnt. Damit 8, hast 6, du auf 6, jeden 6, Fall 7. Diese Disziplin klar gewonnen. Dann gehen wir zum Skating rüber. Miriam, du hast schon trainiert. Wie funktioniert das Skaten? Ich habe doch keine Ahnung. Michael, gibt es einen Trick für dieses merkwürdige Skaten? The object in roller skating is to avoid obstacles. Ja, also, ich krieg keinen Schwung. Du musst aber die Joystick nicht nur hin und her schwingen, sondern drehen. Ja, du musst so Halbschritten. Man fliegt ständig auf die Schnauze, das macht ja Spaß. Von oben nach unten immer in so Halbschwünge drehen nach vorne. Ich verstehe nicht, wie man den Gegenstand ausweicht. So, jetzt habe ich es, verstehe ich, danke. Wie geht's? Sag's mal, ich verstehe es nicht. Nur mit oben, unten und Sprungtaste arbeiten, so wie ich es jetzt hier auch mache. Ich versuche es auch mal hier. Wenn du länger drückst, oben, unten, bewegt sie sich und bleibt auch im Schwung drin hier. Guck mal hier, wow, ich bin richtig im Schwung hier. Wow, Wahnsinn. 200 Punkte, 300 Punkte, das geht hier ja ab. Und ich drehe mich dabei nochmal und sterbe nicht. Wow. Ich kann nicht, ich kriege keinen Schwung. Ich komme nicht voran, ich bleibe auf dem Stehen. Das schaffe ich nie wieder. Also ihr seht ja, dass sie immer so hoch und runter, dass sie immer so hoch und runter sich bewegt und dann musst du einfach den Fuß wechseln. Also hoch und runter ist linker und rechter Fuß. Hoch und runter in einem Rhythmus musst du es machen. Ich habe es jetzt geschafft. Ich bin auf 750 Punkten. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Es fühlt sich an, als würdest du echt Rollerskaten irgendwie. Ja, genau. Und wenn du nach hinten drückst, dann macht sie eine Drehung. Ja, so, wenn man schräg nach rechts, ja, da macht man so kleine Drehungen. Das ist auch die Sprungmechanik. Aber bei jedem Fehler, wenn du den Feuerknopf drückst, geht sie erst mal in die Hocke. Und sobald du los, dann springt sie erst. Aber bei jedem Fehler ist Game Over. Das ist das Fiese. Oh nein, ich bin auf dem Fisch ausgerutscht. Ich stolpert über Taschentücher. Wie dämlich ist das? Bei mir ist über einen Grasbüschel gestolpert. Über einen Grasbüschel. Das ist aber realistisch mit Rollschuhen, glaube ich. Nicht mit Taschentüchern. Nee, das stimmt. Kommt doch an, was da drin ist. Also bei mir sind es Bananen, Pfützen, Sand auf jeden Fall. Logischerweise kalifornischer Sand. Bälle, Steine. Und irgendwas, was aussieht wie Zigarren. 1760 Punkte. Das ist ein Schlag. Wow, das ist viel. 1280. Weiter. 2230. Anne, Ingo, was hast du? 1760. Aber du hast den Trick raus. Also man muss einfach Kunststückchen machen. Möchte jemand Ingos Begeisterung noch teilen oder können wir zunächst? Oh, Mist. Ich finde es toll. Also ich bin so richtig in Urlaubsstimmung. Miriam nicht, dem Gesicht nach zu urteilen. Wir starten mal BMX. Meine Hassdisziplin. BMX, Ziel ist es, den Kurs zu überleben. Habe ich nie geschafft. Weil das zu überleben. Man drückt rechts, um den Event zu starten. Mit hoch bewegt man sich nach links, mit runter nach rechts. Wenn man wiederholt rechts drückt, erhöht man die Geschwindigkeit. Mit dem Feuerknopf springt man. Mit links macht man Wheelie. Hier finde ich jetzt die Grafik nicht so hübsch, ehrlich gesagt. Die Figur ist ein bisschen... Ich finde die gut. Ja, ich nicht. Ich nicht. Ah, scheiße. Ähnlich, ja. 1450 Punkte. Also da gefällt mir jetzt der Sound ganz gut, muss ich sagen. Gott, ist das ja. Scheiße. So. Danny, möchtest du uns was sagen? Scheiße ist es. Scheiße. Kannst du das paraphrasieren? Das ist doof. Also, wer hat sich denn diese Steuerung ausgedacht? Diese Steuerung ist wirklich doof. Das war das erste Radfahr-Simulationsspiel, was ich kannte damals. Und das war total genial. Mein Beileid. Armer. Ich komme nicht über 200 Punkte. Ich glaube, die Runde geht an Miriam. Der Untertitel bei mir gerade passt ganz gut. Hating Life. Ist das scheiße. Ist das wirklich wie eine grottige Version von diesem modernen... Wie heißt das? Sega! Das Spiel ist wirklich ein Tiefpunkt. Tut mir leid. Das kannst du ja schön saufen. Das ist Trials für Arme. Wer hat bitte für California Games gestimmt? Das ist doch... Ingo. Wahrscheinlich wieder alle. Alter, ist das scheiße. Ich bin jetzt gerade bei 3000 Punkten. Nimm doch Miriam den Platz nicht weg. Ey, so weit bin ich noch nie gekommen bei dem Scheißspiel. 3940, ja gut, reicht. Jetzt kommt die beste Disziplin nach Meinung vieler. Flying Disc. Auch meine Lieblingsdisziplin. Dann erklär uns, wie sie geht. Man sieht unten diese Leiste für Speed und Angle. Und im Prinzip ist es eine typische Golfsteuerung. Man drückt den Feuerknopf, ein Balken wandert nach links auf Speed. Ein Balken wandert nach links auf Speed. Moment. Okay. Also irgendwie hat mir gerade mein Partner geklaut. Ja, ernsthaft? Ich habe nur noch einen Balken oben in der Ansicht. Ich habe gerade verloren, weil mir ein Alien meinen Partner geklaut hat. Das ist ein Deathmatch-Spawn. Okay, nochmal. Also, links ein Balken wandert nach links auf Speed. Okay. Ja. Rechts ein Balken wandert
Ja, das muss zurück auf Engel sein. Und man versucht den grünen Bereich jeweils zu erwischen. Und der Partner soll dann versuchen, das Ding aufzusammeln, solange er nicht vom Alien entführt wird. Fliecht. Ich habe die Steuerung noch nicht verstanden. Moment bitte. Das und jetzt muss ich mit der anderen Figur mit Feuer fangen, oder? Ja, normalerweise fängt es selbstständig. Ach, man kann mit Feuer kannst du abspringen. Mit der anderen Person. Ja, man kann sich bewegen. Und leider auch weglaufen. Und jetzt springt 610 Punkte habe ich jetzt erstmal. Also ich bin nicht raus. Und ich habe einen gefangen. Mein Mega Drive bietet mir nämlich ganze 5 Disziplinen. Bei mir gibt es die nicht. Tja, kein Speicher. Die beste Disziplin haben sie weggelassen. Das scheint mir so, genau. So ein Schmarrn. So ein Schmarrn. Nein! Oh, also das ist doch Parallax, eine dumme Kuh. Aber man springt manchmal sehr blöd daneben. Sie hat es gefangen und jetzt balanciert sie das noch. Nein. Jetzt habe ich es im Stehen auch noch gefangen. Yes! 530. Nein, ist das 480. Cool. Ich habe mal Punkte gemacht bei der Disziplin. Ich nicht. Ich versuche das nochmal. Ich bin schon wieder hinterher. Nein, ich bin daneben gesprungen. Ich bin sogar 590. Ich bin auch 600. Ich bin voll der Frisbee-King. So, schickt, kommen wir zum Fazit. Der war gut. Ah, oh, nein. Nein, ich springe immer dran vorbei. Ich hab Gras gefressen. Oh, das macht mein Hund auch andauernd. Scheiße. Oh, Danny, Begeisterung klingt anders. 660 ja. Punkte. Ich weiß noch, warum ich das Spiel nie mochte. Ja. Aber die Disziplin geht doch. Danny, du musst ja gleich so kurz weg. Möchtest du schon mal ein Fazit vorwegnehmen? Ja, ich mag das Spiel nicht. Alle Disziplinen oder fandst du eine wenigstens nett? Nee, ich war früher, kam auch gerade in Erinnerung wieder so ein bisschen. Ich mochte das World Games viel, viel lieber als California Games. Und ich weiß es auch genau, warum, weil ich komme damit einfach nicht zurecht. Also ich bin überrascht und zwar tatsächlich positiv, weil ich mochte California Games früher überhaupt nicht, weil ich nicht klar kam. Und heute habe ich das erste Mal bei einigen Disziplinen ein bisschen was geschafft. Und Frisbee fand ich richtig gut. Das Surfen fand ich gut. Ich fand das Halfpipe nett. Also ich fand es jetzt ein ganz Stück besser als früher. Wie geht's dir, Michael? Gut, das ist in Ordnung. Ich stimme Danny überein. World Games finde ich auch besser, aber mir gefällt schon, dass hier nicht diese Rütteldisziplinen vorkommen. Was für mich als Gamepad-Spieler das Ganze wieder erheblich vereinfacht. Ingo, du hast das Spiel ausgesucht. Bist du zufrieden? Mir gefällt es eigentlich immer noch ganz gut so, aber das sind, glaube ich, auch eher so nostalgische Gefühle. Die Stimmung ist halt so toll, so positiv und auch die Grafik ist schön und also ich würde am liebsten direkt sofort im Urlaub fahren, wenn ich das halt so spiele. Valentin, kommen bei dir auch Urlaubsgefühle auf? Nee. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht wie die meisten von euch wahrscheinlich mit dieser Art von Sportspielen aufgewachsen. Die Sportspiele, die ich kannte, waren natürlich FIFA, NHL. Ich fand immer den Flair von California Games toll. Diese coolen Sportarten im Prinzip, die sind irgendwie cool. Hacky-Sack, BMX, alles so Sachen, die ich gern können wollte, die ich aber nie konnte und immer neidisch auf meinen Bruder geguckt habe. Fazit für mich ist, das ist nett. Das würde ich mal mit meinen Kindern für 20, 30 Minuten spielen und dann würde ich es wahrscheinlich auch wieder einmotten. Manfred, es kommen bei dir Urlaubsgefühle auf. Möchtest du das weiterspielen? Wie sieht es bei dir aus? Ich habe das Spiel immer gern gemocht und mag es heute noch gerne. Also immer wieder gut. Mhm. Sebastian, gibst du dem Spiel eine weitere Chance? Nee. Das ist... Also von den drei Stammtischen, wo ich bisher dabei war, ist das ein Sichtbar-Spiel, was mir am wenigsten gefällt. Die einzige Disziplin, die mir halbwegs Spaß gemacht hat, war jetzt diese mit dem Frisbee werfen. Aber nee, das ist alles grausam und widerlich. Doch lieber nochmal eine Runde Quack. Miriam, du hast zwei Disziplinen ja gewonnen oder warst da sehr gut drin. Kommt von dir wenigstens ein positives Fazit? Nein. Bei mir kommt bei dem Spiel auch kein Urlaubsfeeling auf, ganz ehrlich. Also ich kann auch ohne California Games in Urlaub fahren. Es war jetzt mal schön, mit euch zu zocken. Ich habe ja sonst immer nur C64 Games parat. Ich habe eher sowas wie Blood and Guts oder Danny Thompson Super Test. Okay, zwischendurch mal. Oder wie heißt es? Olympics mit den Urzeitmenschen war auch ganz niedlich. Mit den Frauen Weitwurf. Das fand ich echt total klasse, aber das ist jetzt hier wirklich nur BMX fahren und hier das Frisbee werfen, wo ich halbwegs mal klarkam. Also wenn du schon ein Spiel hast, wo du absolut nicht weißt, wie du das steuern sollst, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Deswegen von mir, nö, ich muss das jetzt nicht nochmal spielen. Ich bin von der technischen Umsetzung begeistert. Ich finde einige Disziplinen sehr gut, aber einige auch grenzwertig. Aber ich denke mal, die Lobeshymne kommt vielleicht jetzt von Arne. Arne. Ja, ich finde das Spiel nach wie vor grandios. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie war ich als Kind zu blöd, das zu raffen, weil jetzt raffe ich es halt und es macht total Spaß. Ich finde, sie haben wunderschön diese Essenz dieser verschiedenen Disziplinen eingefangen, dass man sich echt fühlt, als würde man hier jetzt Rollschuh fahren oder als würde man auf der Halfpipe
fahren. Ich finde auch die Sportarten an sich viel interessanter als dieses traditionelle Olympia-Gedöns, was so bei Summer Games und so mal war, was ich eigentlich eher etwas langweilig finde. Mir fällt dazu noch ein Skate or Die oder Ski or Die. Das waren auch so andere Spiele, die auch so ein bisschen cooler waren als jetzt so dieses normale Sommer-Olympiade oder Jugendspiele, was sonst immer so kam. Ich finde, das ist wirklich absolut grandios. Besser, als ich es in Erinnerung hatte, auf jeden Fall. Dann stellt sich jetzt noch die Frage, ob sich einige von euch noch einen kleinen Wettkampf stellen wollen oder lieber nicht. Und wer das Spiel nicht mehr spielen möchte, der guckt dann einfach zu oder kommentiert uns bei Twitch. Keine Ahnung, wie bei euch da die Laune ist. Schlag doch selbst mal ein paar Spiele vor, dann können wir auch mal das Spiel, wo du Bock drauf hast. Werde ich tun. Die Halfpipe. Als erstes beginnt... Nee, Miriam wahrscheinlich dann. Ja, mal gucken. Oh, ich kann das nicht. Jetzt... Ja, juhu! Ach. Oh. Geilo. Yeah. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Oben, unten. Unten, oben. Unten, oben. Keine Ahnung. Ich hab's ja von mir ja auch nicht gespielt. Erste Kurve ist mir nicht. Oh Gott. Das ist ja hier noch. Ich kann das nicht mit dem Gamepad. Und auf die Fresse. Einmal vorne rein, einmal hinten rein. Das ist ja ganz toll. Oh, Manfred. Ach, ups. Das war nix. Zum Glück übertragen wir nicht die Schmerzensschreie der armen, gequälten Spielefiguren hier. Gott, spiele ich schlecht. Das bist nicht du. Das bin ich nicht? Achso. Nee. Du hast die Demo gewonnen, yay. Oh, dann bin ich dran. Wie viele Punkte hatte ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ja, wow. Robert. Was ist das denn für... Hallo? Das ist, weil er so viel Tony Hawks spielt. Aber dir tun auch schon einige Teile weh, würde ich sagen. Immerhin. Nein, ich habe doch gewonnen. Okay. Das war die einzige Disziplin, die ich vorhin gut konnte. Ich konnte zwei gut, aber... Ich bin noch nicht mal auf dem Treppchen. Ja, wir sind nur zu viert, also einer muss ja... Ja, das wird öfter passieren. Ab Disziplin 3 bin ich immer raus, also alles gut. Miriam darf anfangen. Ja, habe ich mir gedacht. So, erstmal gucken, wie das hier geht. Boom. Oh. Oh, Himmel. Ja, das Bild ist hier... Oh, aber Möwen kann sie töten. Nee, er will nicht. Oh, wo ist der Ball hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Ach, super. Oh, Scheiße. Na, immerhin. Naja, ich hab nix da, alles null. Ja. Aber 3000 Punkte allein, weil ich Möwen abgeschossen habe. Ja, ist doch schön. Na gut, nee, ich versuche mein Glück. Ich kann nicht mit dem Pad spielen, das ist doch scheiße. Ah, oh ja, das war sensationell. Ja, wow. Wieso kann der aus dem Bild rausgehen? Ich schaffe nur 1000 Punkte, weil ich keine Möwen töte. Gemein. Aber guck mal hier. Mit Bonus! Aber ich bin, glaube ich, noch 50 Punkte drüber. Nächster. Oh, Manfred, viel Erfolg. Du musst schon zum Ball laufen. Oh. Die Punkte sind ja der Hammer, was du da machst. Gut, dass der Manfred vor mir ist. Jetzt kann ich ein bisschen was abschauen. Boah, das ist gut. Viel Erfolg. Ja. Das wird nichts. Es ist so still, deswegen bin ich immer noch zu sehen. Kann mal jemand anders reden? Michael, sag was. Spricht doch mal jemand hier, der also konzentriert ist, eine Frechheit. Boah. Er hat sich skriptiert. Respekt. Ich bin raus. Ne? Oh, das kann ich doch nicht. Ach, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich wieder runterkomme. So, ich habe jetzt wieder meine obligatorischen 2,4. Ist das jetzt gut? Ja, total. Super. Okay. Dann versuche ich mein Glück mal. Wie ging das jetzt? Rechts. Nee, andere Richtung. Ah, es läuft. Bin ich jetzt schon raus? Nein. Nein, du hast noch zwei Versuche. Das ist ja toll. Gott, ist das schnell. Ja, aber das bringt dir nichts, was du da machst. Das bringt keine Punkte. Irgendwie. Punkte bringst, wenn du dich der Welle näherst. Ja, ich. Je näher die Welle, umso besser. Schön hinter die Welle gefahren. Toll. Naja, das ist auch ist besser gewesen. Ja, gut, aber das ist ja trotzdem ganz gut. Das wird für den vierten Platz reichen. Ja, das wird es wohl. Manfred. Na gut, mal schauen, was ich meine Kamera hat mich hier unscharf gestellt. Oh. Mann, du kannst ja auch unter der Welle fahren. Hoppala. Das war schon... Ja, hatte ich auch nicht vor. Keine Ahnung. Ja, wie? Ey. Ich krieg das nicht. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, ich schaff's auch nicht. Mach uns den Hesselhoff. Nee, nicht wirklich. Jetzt ist er ersoffen, der Hesselhoff, aber naja, okay. Ich kann jetzt schon sagen, das gewinnt Manfred. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat er mehr Punkte als Miriam oder ich. Ja, wow. Das sieht so schön plastisch merkwürdig aus, wenn man da wieder hinter so einen Vorhang springt.
Also ich vermute, das geht dann wohl an Manfred. Ah, ja. Oh, aber das war... Ui. Weil ich unter der Welle gesurft habe. Ich würde sagen, dass ihr dahin auf dem vierten Platz gelandet. Ich habe vorhin Disziplin gewonnen. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich denke immer, man muss sowas mit einem Joypad oder Joystick spielen. Ja, das war meine Lieblingsdisziplin. Ja. Da habe ich ja Bock drauf. Ja, ich überlege gerade, warum oben und unten nicht funktioniert, so wie eben. Ja, Halbkreis. Die Steuerung ist ganz anders. Deswegen haben wir eine Diskussion, ja. Nee, nach oben geht nicht. Dann bleibt die stehen und macht gar nichts. Es geht nichts. Also tempomäßig ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Tempo und... Das gibt's doch gar nicht. Warum macht die denn nichts? Ja, drehen kann ich mich auch, du dumme Nuss. Oder ist es einfach nur mal schräg oben und schräg unten? Ui. Ja, das geht. Also hier auf die Fresse fallen geht immer. Es tut sich nichts. Mann, du dumme Kuh. Na, immerhin kriegt Marcel so ein paar Sachen fürs Best-of. Ja, super. Los, du alte Ziege. Mann, du bist doof. Lach nicht! Mann, ich stehe wie so eine blöde alte Ziege und beweg mich nicht! Ah! Reiseverbot, Kleine! Was sind die? Leg dich halt auf die Fresse! Mann, 100 Punkte, ey, die kannst du dir auch... Wie soll ich denn jetzt spielen? Ich kann vor Lachen nicht mehr! Mann! Ich fall schneller als du! Das hat nicht geklappt, Michael, danke! Sondern versuche. Aber mein Tempo war besser. So, jetzt erkenn mir bitte, warum das bei dir schnell ist. Warum Münzen? Ich will hier nach nicht BMX spielen. Oh, er hat 10 Punkte mehr als ich. So eine dann verdammte Scheiße. Dann kriegst du nur Scheiße. Bronze. Ja, und du bist auf dem vierten Platz. Ja, nein. Mach hopp, komm. Komm, lass mich auf den zweiten Platz. Leg dich auf will die ich nicht. Fresse, leg dich auf die... 100, scheiße. Scheiße, ne? Es ist ein bisschen, Na gut, du darfst ja vorlegen. Ich habe gar keinen Back in der Liste, mein Gott. So, jetzt zeig uns BMX fahren, damit komme ich... Das konnte ich ja schon am 60 nicht. Also wenn die Steuerung gleich genauso scheiße ist, ja, ne? Ich schätze sie zum Beschleunigen. Okay. Jo, komm her. Ui, das ist Speed. Und auf die Fresse. 1570 Punkte dafür? Das war's aber auch schon. Okay. Game over, der nächste. Jo. Hey, 513 nur fürs Hinfliegen. Ich bin stilvoll hingeflogen. Noch vor dem ersten Hindernis. Oh, nein. Gott, ist das ein Scheiß. Ah, super. Schauen wir jetzt mal. Ja. Okay. Ich sehe schon meine Punkte davon fliegen. Doch, auch. Hoppala, das war der einzige Stein, der da lag. Genau. Ja, das ist Präzision. Ja. Das ist pixelgenaues Fahren. Präzisionscrash. Und der selbe Stein nochmal. Ich bin auf jeden Fall auf dem Treppchen. Juhu. Okay, jetzt kommt aber der Höhepunkt. Achtung. Ich meine, ich habe verstürzt mehr Punkte bekommen vorhin immerhin, aber... Ich möchte gar nicht sagen, was ich damals am 40 geschafft habe. Ich habe 7000 Punkte habe ich damals geschafft. Das war noch Zeiten. Oh. Ja, ich hatte eben immerhin... Wie nur zwei Stürze? Habe ich mir echt das Knick gebrochen, oder was? Super. Das ist die einzige Disziplin, die ich nicht kann. Da kriege ich Gold. Das ist auch geil. Hitting live. Jetzt kommt ja die letzte Disziplin. Ach, das kommt... Oh Gott. Mal sehen, ob wir das nochmal hinkriegen, wenigstens... Ach, schau mal. Scheiße, das war aber nicht gut. Ich weiß das gar nicht. Ey, du dumme Ziege! Och, Mann! Okay, ich versuche mal mein Glück. Warte, mach mal. Ich bin mal gespannt, ob das gut geht. Du darfst nicht so weit nach hinten laufen. Nee, okay, komm ein Stück vor. Noch ein Stück. Oh, oh. Nix mehr. No! Ja. Das sah jetzt auch nicht viel besser aus. Jetzt war, Na komm. Ja. Yes. Wow. Wow. 720 ist gar nicht übel. Auch für drei Versuche nicht. Alles gut.
Okay. Ich darf mich noch einmal auf dem Treppchen mit aufhalten. Oh, das war. Das wird eng. Das wird laufen, 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 laufen. Wenn du das schaffst. Lauf, Forrest. Das habe ich aber nie gesehen. Hammer. Nein, nein, nein. Das nein. Ding, schaffst du das, du schaffst das. Ja. Oh, ja. Ja. Du hättest vielleicht sogar so drin noch im Stehen erwischen können. Das wäre geil gewesen. Leider nicht viel. Ja, stimmt. Jawohl. Cool. Wow, wie viel hast du gehabt? Das war so 800, glaube ich. Nee, ja, dann habe ich. Bei 800 hast du gefühlst du. Mal gucken. So, jetzt geht's um die Goldmedaille, Michael. Ja, im Chat passt mal auf. 830 hattest du dem nach. Yo! Ach, knapp daneben. Mist, Mist, Mist. Nein! Scheiße, ich bin auf den Kopf gekommen. Aber das war trotzdem ein ganz gutes Ergebnis. Ich glaube, ich bin Dritter. Nee, das mit dem Alien ist mir auch schon mal passiert, dass die Spielfigur verschwunden ist. So, Endabrechnung. Oh! Yay! Michael ist der. Ich bin der Einzige, der in allen Disziplinen auf dem Treppchen war. Stimmt. Event Scores. Echt jetzt? Ja, spielen wir nochmal irgendwann wieder California Games oder reicht das für erstmal? Ich habe kein Problem damit. Ich würde sie jetzt wieder rausziehen. Ich bin auch immer gern dabei. Mhm. Ich sag mal so, ich bin auch immer wieder gern dabei, aber nicht auf dem Amiga. Miriam, womit können wir dich noch beglücken bei California Games? Was denn für eine Frage? Verbrennen. Mit welcher Disziplin? Ja, mit welcher Version? Pack dir die Disketten irgendwo in den Kamin, Feuer anzünden, fertig. Dann hast du auch Urlaubsfeeling. Danke auch an die Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es mal jetzt ein Sportspiel war, was vielleicht ganz anders ist, um zu gucken. Und bis bald. Hat auch jemand einen positiven Abschluss oder soll ich einfach auf Stopp drücken? Drück mal lieber auf Stopp. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.